Hallo, als weiteren Teil meiner exotischen Waffen-Reviews von Destiny gibt es heute den Vex Mythoclast. Der ist ein exotisches Primärfusionsgewehr und damit schon etwas ziemlich Besonderes. Wie kommt man an diese recht spezielle Waffe? Wie schon der Name andeutet, Vex Mythoclast hat es etwas mit den Vex zu tun. Man muss den Venus Raid auf dem Hard Mode machen, und zwar dabei muss man Atheon am Ende, den Boss, killen, um eine Chance zu haben, dass er mit einer relativ geringen Wahrscheinlichkeit droppt. Wer es eigentlich regelmäßig macht, wird früher oder später mit dieser Waffe enden. Wie andere Raid-Waffen auch, hat der Vex Mythoclast einen Elementarschaden, im Falle dieser Waffe ist es Solarschaden. Und darüber hinaus hat er noch eine weitere Besonderheit: Als einzige Waffe im Spiel besitzt er 323 als maximalen Angriffswert und kann aktuell nicht vom Xur aufgewertet werden. Nun gut, nachdem wir das aus dem Weg haben, widmen wir uns den Fähigkeiten des Vex Mythoclast für PvP-Zwecke. Obwohl ich ihn gegen Ende der Review etwas, nun ja, auseinandernehme, sei gesagt, dass er eine der besten PvP-Waffen im Spiel ist. Allerdings nicht wirklich fähig, mit den besten per se mitzuhalten. Nun gut. Der Vex Mythoclast ist, wie schon gesagt, ein vollautomatisches Fusionsgewehr. Die Ladezeit entfällt und außerdem streut die Waffe nicht. Im Gegensatz zu normalen Fusionsgewehren ist er also nicht mit Schrotflinten, sondern eher mit Automatikgewehren vergleichbar. Er richtet vergleichbar viel Schaden, wenn auch etwas mehr Schaden, als schlagkraftstarke Automatikgewehre an und bietet einen ungewöhnlich hohen Headshot-Multiplier, der Kopfschüsse in ähnliche Schadenskategorien wie von Scout-Gewehren verschiebt. Damit ist er eine interessante Mischform von diesen beiden Waffentypen, wobei die Reichweitenkomponente von Scout-Gewehren irgendwie fehlt. Der resultierende Hybrid aus mehreren Waffenarten ist zwar extrem schadensstark für diese Art von Waffe, aber versagt in den einzelnen Aufgaben verglichen mit Waffen, die sich wirklich rein darauf spezialisieren. Man hat also theoretisch eine Top-Waffe mit für diese spezifische Art und Weise ungewöhnlich hohen und guten Werten. Allerdings wird man häufig feststellen, dass man trotzdem mit dieser Top-Waffe die Kills nicht kriegt, die man mit einer anderen Waffe locker gekriegt hätte. Das ist etwas schade. Was möchte ich damit sagen? Im Wesentlichen, dass wenn man mit dem Vex Mythoclast die Distanzkomponente ausnutzen will, man von Scout-Gewehren oder Handfeuerwaffen zerlegt wird. Oder dass wenn man im Nahkampf antreten will, man von nahkampflastigeren Waffen wie Schrotflinten oder tatsächlichen Fusionsgewehren zerlegt wird. Das macht es schon mal nicht so einfach, sich zu überlegen, wie man denn mit dieser Waffe eine Map spielen möchte und auf welche Range man Gegner kriegen möchte. Allerdings kann man auch sagen, dass die effektive Reichweite von Vex Mythoclast ungefähr so im Nah- bis Mitte-Distanzbereich liegt, wie auch bei Automatikgewehren. Und dass damit der Bereich einem am nächsten gelegen ist, sag ich mal. Das Problem bleibt nur, dass vor allem in diesem Bereich auch Handfeuerwaffen, und zwar die exotischen, nämlich das letzte Wort, Dorn und Falkenmond, ziemlich effektiv sind. Und dass man in vielen Situationen feststellt, dass man mit dem Vex Mythoclast Handfeuerwaffen nicht unbedingt challengen sollte. Da dafür die Schadenswirkung wiederum nicht ausreicht und man dann feststellt, wenn man gegen einen guten Spieler spielt, dass man es vergessen kann. Selbst wenn man verdammt gut zielt und trifft. Die relativ geringe Time to Kill reicht trotzdem in vielen Zweikampfsituationen aus, um noch einen Kill mitzunehmen. Allerdings ist das nicht wirklich ein Argument, um nun den Vex Mythoclast im Nahkampf empfehlen zu können. Wer probiert, vor allem auf engeren Maps mit dem Vex Mythoclast zu spielen und dort dann Schrotflinten challenged? Nun ja, sagen wir mal, es ist nicht so ideal. Man wird schon häufig von der Flinte weggepumpt, bevor man überhaupt den Spieler mit der Flinte auf Halbpass hat. Das bringt, wie schon gesagt, den Mythoclast in eine komische Mischrolle, wo man nicht wirklich weiß, auf welche Distanz man ihn denn jetzt benutzen soll. Und vor allem, auf welche Distanz man damit die Gegner zwingen soll.
Sei eigentlich gesagt, dass Mitteldistanz vermutlich noch die beste Wette ist, wenn man jetzt Solo mit dem Mythoklas Kills machen will und dabei noch einigermaßen sicher spielen will. Aber auch da muss man nur mal einem Last Word begegnen und man kann eigentlich schon einpacken, wenn der andere Spieler trifft. Das letzte Wort bietet mehr Körpertrefferschaden als der Mythoklas Kopftrefferschaden und feuert dazu noch schneller. Auch nicht so wirklich perfekt, wenn man mal ehrlich ist. Bei High-End-exotischen Primärwaffen bleibt also der Vergleich zu anderen exotischen Primärwaffen nicht aus. Und man muss feststellen, dass da der Mythoklas nicht so gut abschneidet, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Es fehlt dieser Waffe vor allem das hohe Maß an Souveränität, was man durch Roten Tod oder das letzte Wort oder auch Dorn durchaus findet. All diese Waffen bieten jeweils in ihren effektiven Reichweiten sehr dominante Waffen und sind durchaus dort zweikampfstark ausreichend, dass man sich keine besonders großen Sorgen machen muss, dass man gekillt wird. Zumindest nicht, wenn nicht gerade eine ganze Flut von Gegnern kommt. Eine Flut von Gegnern soll ja übrigens der Vex Mythoklas gut managen können, dank dem extra Kontrolle der Massen. Leider hält das nicht lange genug, um damit wirklich taktisch arbeiten zu können. Und um es zu aktivieren, muss man ja erstmal einen Kill schaffen. Zwar ist der Vex Mythoklas, wie schon gesagt, nicht so schwach, dass man keine Kills damit schaffen könnte. Allerdings, wenn man wirklich in eine Situation kommt, wo eine Gegnergruppe vor einem steht und die nicht gerade sich schrecklich inkompetent anstellen oder schrecklich beschissene Waffen benutzen, wird man nicht unbedingt dazu kommen, dieses Extra wirklich groß zu nutzen. Denn entweder, wenn man wieder in die Deckung geht, um Gesundheit zu regenerieren und wieder nach vorn zu kommen, um wieder anzugreifen, wie es eigentlich gedacht ist, zumindest in solchen Situationen, verliert man den Bonus des Extras wieder. Oder man probiert tatsächlich die Gegner damit als Gruppe umzubringen. Dann kommt man entweder mit dem recht kurzen Standardmagazin von 21 Schuss in Berührung, was nicht ausreicht. Oder man stellt fest, dass der Damage per Second des Vex Mythoklas zwar hoch, aber nicht ausreichend für große Gegnergruppen oder kleinere Gegnergruppen mit den Top-Waffen im Spiel ist. Nun ja, der Fairness halber sei gesagt, dass man den Vex Mythoklas ziemlich gut anpassen kann. Mehr Charakteragilität, ein größeres Magazin oder mehr Präzision und Reichweite sind die drei optionalen Extras. Keins von denen hilft allerdings, um den Vex Mythoklas dann wirklich auf ein Level mit dem letzten Wort oder mit Dorn oder mit dem Roten Tod zu bringen. Etwas schade.